Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Stellen wir uns mal vor, Sie verbringen ein schönes Wochenende zu Hause, Sie heimwerkeln ein bisschen, Sie hängen die neuen Bilder auf und dann hauen Sie sich mit dem Hammer so richtig fest auf den Daumen. Der wird richtig dick, der tut weh, der blutet vielleicht und eine gute Seele fährt Sie dann in die nächste Notaufnahme und da sitzen Sie dann und warten und warten mit all Ihren Ängsten und all Ihren Schmerzen. Warum muss man manchmal in Notaufnahmen so lange warten? Das ist die Frage heute. Liegt es am Personal? Liegt es an der Organisation? Zu wenig Ärzte? Zu viele Patienten, die da nicht hingehören? Das ist die Frage. Bei mir ist Dr. Jan-Christoph Lewe-Johann. Er ist leitender Arzt der zentralen Notaufnahme an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie kommen konnten. Guten Tag. Sagen Sie uns, warum muss man manchmal in der Notaufnahme so lange warten? Ja, weil sie, je nachdem, wenn sie kommen, ja verschieden schwer krank sind und wir die Patienten nach der Schwere ihres Krankheitsbildes primär, wenn sie kommen, einteilen. Da wird eine sogenannte Triage vorgenommen und dann werden die schwerkrankeren oder schwerstkranken Patienten mit einer Priorität behandelt und die leichtkrankeren Patienten oder die, die vielleicht, weil der Hausarzt nicht mehr geöffnet hat, zu uns kommen, die müssen dann halt mit Wartezeiten rechnen und das wird so eingeteilt, dass Patienten, die schwerer krank sind, mit einem Triage-System als schwerer krank einklassifiziert werden. Die werden sofort vom Arzt gesehen, bis hin dazu, wenn ich weniger schwer krank bin, dass ich leider bis zu 2 Stunden Wartezeit dann in Anspruch nehmen muss. Diese Triage, um da mal zwischenzufragen, wie stelle ich mir das denn vor? Was erlebe ich denn davon, wenn ich da jetzt sitze mit meinem dicken blauen Daumen? Ja, dazu muss man erstmal sagen, wir haben ja 2 Eintrittspforten in die Klinik. Zum einen kommen Patienten mit dem Notarzt und Rettungsdienst oder mit dem Rettungswagen zu uns. Die werden direkt erst eingeschätzt und nach ihrer Krankheitsschwere und Behandlungspriorität eingeteilt. Und dann haben wir die Patienten, die sozusagen fußläufig zu uns kommen. Und bei diesen Patienten ist es so, dass eine sogenannte Ersteinschätzungspflegekraft, die speziell dafür ausgebildet ist, danach schaut, wie schwer der Patient krank ist, ob er starke Schmerzen hat, wie zum Beispiel der Patient, den Sie mit dem Daumen genannt haben, und auch dann eine Behandlungspriorität vergibt und je nach der Behandlungspriorität dann die Behandlung eingeleitet wird. Wie gesagt, das würde sich zwischen 0 Minuten und 120 Minuten abspielen. Und so kann es halt sein, dass ich als Patient aus Versehen in die letzte Kategorie gerutscht bin, weil ich nicht so schwer krank bin und andere Schwerkranke parallel dazu eingeliefert worden sind. Und die bedürfen natürlich einer früheren Behandlung, weil mitunter dort eine vitale Bedrohung vorliegen kann, die ich mit meinem Daumen, wo ich mir mit dem Hammer draufgehauen habe, natürlich nicht habe. Ja, aber die Schmerzen werden natürlich behandelt, sehr zeitnah. Aha, das heißt, man bekommt sofort ein Schmerzmittel dagegen und dennoch muss man dann unter Umständen, weil man nach Ihrem Farbsystem ein blauer Patient ist, ja, 2 Stunden warten. Ja, da würde man so ein grüner Patient werden, also ein Patient, der 90 Minuten Wartezeit einkalkulieren muss. Rot, orange, gelb, grün, blau wahrscheinlich. So genau, das geht von 0 Minuten, 10 Minuten Wartezeit über 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten. Gut, aber der Patient jetzt mit dem blauen Daumen, der ist jetzt ja nicht aus Versehen ein Patient geworden, der lange warten soll, sondern da hat ja jetzt Ihre Fachkraft besonders hingeguckt. Wie macht die das? Also wonach beurteilt, ich kann ja sagen, was ich habe vielleicht, aber reicht das? Ja, es wird einmal der Vitalzustand vom Patienten angeschaut. Also hat er eine funktionierende Atmung, hat er einen funktionierenden Kreislauf. Sonst, wenn das nicht funktioniert, würde er natürlich automatisch in die erste Kategorie rutschen. Hat er das nicht, werden bestimmte Fragen gestellt nach einem bestimmten Fragenkatalog. Da gibt es 52 Diagramme, nach denen der Ersteinschätzer vorgeht. Und zudem werden dann noch, wird eine Schmerzskala erhoben, ob der Patient gar keine Schmerzen hat, das gibt es ja auch, und trotzdem ein gesundheitliches Problem hat, oder ob er starke Schmerzen hat, die einer ganz zeitnahen Behandlung bedürfen. Ja, also Schmerzen sind ein Kriterium. Dann vital, was meinen Sie damit? Zum Beispiel, wenn ich einen Herzinfarkt habe und eine Herzrhythmusstörung oder einen ganz niedrigen Blutdruck habe in Begleitung dazu, dann würde ich in diesen Kategorien ganz nach oben rutschen. Wenn ich nicht mehr richtig atmen kann,
Zum Beispiel, wenn ich einen schweren Asthmaanfall habe oder wenn ich eine obstruktive Lungenerkrankung, wie Raucher das oft haben, dann ist es so, dass meine Atmung beeinträchtigt sein kann und dass ich dann, da wird auch die Sauerstoffsättigung gleich gemessen. Wenn ich dann eine schlechte Sauerstoffsättigung im Blut habe, dann wird unter Umständen eine ganz zeitnahe Behandlung notwendig. Mitunter werden solche Patienten ja auch beatmungspflichtig dann. Ja, und welche Kriterien gibt es da noch, nach der die bei der Ersteinschätzung relevant sind? Man schaut nach dem Krankheitsbild, was vorliegt. Ist es internistisch, ist es chirurgisch, ist es unfallchirurgisch, neurologisch? Und dann schaut man, wie gesagt, nach dem Ausmaß der Vitalbedrohung, ob der Patient Fieber hat, ob der Patient Schmerzen hat. Und dann ergibt sich ein Gesamtbild, wo dann diese verschiedenen Triagefarben, die sich aus Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau zusammensetzen. Ach so, wahrscheinlich auch, aber Blut, ja. Wobei Rot die höchste Behandlungspriorität genießt und Blau die geringste Behandlungspriorität. Und kann ich denn davon ausgehen als Patient, dass auf jeden Fall mich sehr schnell jemand anschaut, also diese Triage vornimmt? Diese Triage soll sehr zeitnah, wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, durchgeführt werden. Da achten wir auch drauf. Parallel dazu ist es so, dass dann die Patienten in ein elektronisches Dokumentationssystem schon übernommen werden. Überall, wo man sich auf der Notaufnahme aufhält, als Arzt und Pflegekraft, kann man auf Monitoren schauen, wo man dann sieht, welche Kategoriefarben in den verschiedenen Untersuchungsräumen liegen, sodass ich dann auch unter Umständen schneller zu den Schwerkrankeren hingehen kann. Und auch schon bei der Ersteinschätzung wird dem Patienten Labor entnommen und die Vitalparameter wie Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz erhoben, um zu schauen, ob da etwas derangiert ist und einer ganz zeitnahen Behandlung bedarf. Und während der Patient dann auch unter Umständen wartet, ist es so, dass die Laborparameter schon bestimmt werden im Labor und dann die Ergebnisse eintreffen. Aha, das ist ja schon mal tröstlich zu wissen. Man macht sich ja doch selbst Sorgen um sich, dass Sie eigentlich ja schon aus dieser Blutuntersuchung zum Beispiel eine ganze Menge ablesen können und dadurch auch die Triage absichern. Würden Sie so weit gehen, dass es so? Das dauert länger als die Triage. Die Triage steht Oh. ja ganz am Anfang der Behandlung, aber Ja. die Zahl der Fragen und die Daten, die dort erhoben werden, sind so sicher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man den Patienten nicht richtig einschätzt, zu vernachlässigend gering ist. Zudem kommt hinzu, dass die Patienten regelmäßig reevaluiert werden und geschaut wird, ob diese Triage-Kategorie noch zustimmt für den Patienten. Während er da sitzt, der Patient, und Während er wartet. da sitzt oder aber auch unter Umständen schon noch in den Untersuchungsräumen wartet. Also wir verteilen die Patienten zum einen, wenn sie triagiert sind, die weniger krank sind, im Wartezimmer. Und da kann es dann halt passieren, dass schwerkrankere Patienten vorgezogen werden. Und dann kann natürlich mitunter der Eindruck entstehen, dass die Reihenfolge von uns nicht eingehalten wird bei der Behandlung der Patienten. Und das begründet sich halt auf diese Triage-Kategorisierung. Ja, kann man sagen, dass Sie jeden Patienten auf jeden Fall behandeln, oder ist das nur ein frommer Wunsch? Jeder Patient, der bei uns kommt, entweder durch die Liegenzufahrt, also per Rettungswagen, Notarztwagen oder aber fußläufig zu uns kommt, wird ja dokumentarisch erfasst und dessen Daten werden ja auch erhoben und der wird dann auch behandelt. Ja, ist nur eben eine Frage der Zeit, Es eben bis ist er dran kommt. mitunter halt so, dass er, je nachdem, wie viel los ist und welche Triage-Kategorien parallel vorliegen, es sein kann, dass er länger warten muss. Das ist nicht immer der Fall, aber es gibt auch Zeiten, wo er mitunter viel früher drankommen kann, wenn nicht diese anderen Patienten mit vitalen Bedrohungen parallel behandelt werden müssen. Ja, nun sagten Sie ja auch, dass Schmerz ein Indikator ist für die Einschätzung. Nun nimmt es ja nicht jeder mit den persönlichen Schmerzen so gleich ernst, also gleichmäßig ernst. Nicht, nicht jeder Mensch denkt da ähnlich und manche mögen da vielleicht auch nichts sagen. Was machen Sie denn mit denen, die laut jammernd sitzen und während daneben jemand geduldig wartet, bis er drankommt? Also manche haben ja den Verdacht, wer laut schreit, kommt zuerst dran. Ja, das ist der Vorteil, muss man sagen, dass man die Patienten durch dieses Triage-System erfasst. Da werden so viele Fragen gestellt, dass man im Grunde schon, wenn man das so salopp sagen darf, schon weiß, wo der Hase läuft, was für eine Erkrankung hochwahrscheinlich dort vorliegt, also eine Verdachtsdiagnose.
und dann auch schon weiß, in welche Richtung das geht. Braucht er jetzt ein stärker oder ein höherpotentes Schmerzmittel oder aber nicht? Also das kriegt man in der Regel sehr gut hin. Ein Aspekt für Sie ist ja, glaube ich, auch, wie lange diese Krankheitsanzeichen oder diese Symptome schon bestehen, wenn man zu Ihnen kommt. Heißt das dann, dass ich mir keinen Gefallen tue, wenn ich sage, oh, ich habe das schon seit einer Woche? Sagen wir so, wir versuchen schon während der Ersteinschätzung der Ursache der Erkrankung auf den Grund zu gehen. Und auch Patienten, die seit einer Woche Beschwerden haben, haben ja aus welchen Gründen auch immer mit der ärztlichen Behandlung gewartet. Und auch die können ja unter Umständen einer dringlichen Behandlung bedürfen. Ach so, weil sich das natürlich verschlechtert hat zum Beispiel. Ja, es gibt ja Ja. Menschen, oder es gibt Menschen, die, wenn sie wenig Symptome haben, schon den Arzt auch suchen. Und dann schreitet die Erkrankung fort. Und dann gibt es natürlich welche, die warten einfach mit schweren Symptomen ab und gut, wollen aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht so zeitnah einen Arzt oder ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Das ist ja ein ständiges Thema, dass Notaufnahmen überfüllt sind, und dass die Ärzte alle Hände voll zu tun haben, auch mit Patienten, die eigentlich in die blaue Kategorie gehören, also eigentlich ja zu einem niedergelassenen Arzt hätten gehen können. Nun sagen sich diese Patienten, na ja, ich werde eben in so einem Krankenhaus ja auch gut versorgt. Stimmt das denn nicht? Insgesamt muss man sagen, hat die Behandlung im Krankenhaus den Vorteil, dass wir mehrere Fachabteilungen vorhalten, die ich als niedergelassener Arzt parallel nicht vorhalten kann. Also wir haben zum Beispiel auf der Notaufnahme eine ständige Facharztbereitschaft. Also die sind ständig da. Wir haben Internisten vor Ort, wir haben Chirurgen vor Ort, Unfallchirurgen, Neurologen. Und es ist so, dass die vor Ort sind und ich dann natürlich nicht lange darauf warten muss, bis der oder eine andere Fachabteilung einen Patienten mitbeurteilt, wenn ein vielleicht diffuses Symptombild vorliegt bei einem Patienten. Das ist ja mitunter der Fall. Und wenn ich als niedergelassener Arzt einen Patienten sehe, habe ich ja in der Regel eine Fachrichtung, auf die ich mich spezialisiert habe. Und wenn ich dann den Eindruck habe, der Patient bedarf noch einer konsilärztlichen Leistung oder einer Weiterüberweisung, dann bedeutet es natürlich einen Zeitaufwand für den Patienten. Und was noch hinzukommt, natürlich, dass wir apparativ, das liegt aber in der Natur der Dinge als Krankenhaus, besser ausgestattet sind. Wir haben zum Beispiel schon die Möglichkeit, auf der Notaufnahme Laborwerte zu bestimmen. Wir können zum Beispiel eine Blutgasanalyse bestimmen bei den Patienten, wo dann auch Elektrolyte und andere Blutwerte bestimmt werden können. Wir können auch Marker eines Herzinfarktes direkt nachweisen, Marker von schweren Entzündungen. Dafür muss ich als niedergelassener Arzt natürlich immer ein externes Labor in der Regel in Anspruch nehmen. Und des Weiteren können wir Ultraschalluntersuchungen machen. Wir können Echokardiografien, also Untersuchungen ultraschallgestütztes Herzens, durchführen und haben eine komplette Röntgenabteilung zur Verfügung, also in der zentralen Notaufnahme. Wir können konventionelle Röntgenbilder machen, wenn es notwendig ist, bis hin zu Computertomografien, um der Ursache der Erkrankung auf die Spur zu kommen. Und wenn ich im niedergelassenen Bereich als Patienten mich bewege, dann würde ich zu meinem Hausarzt gehen, der würde den Verdacht äußern, dass ich eine bestimmte Erkrankung habe und mich dann zu diesen weiteren Abteilungen bis hin vielleicht zum Radiologen, zum Internisten, zum Kardiologen überweisen. Und man kriegt das bei uns einfach komprimierter, diese ganze Behandlung. Allerdings mit der Einschränkung, dass wenn viele höher triagierte Patienten vor Ort sind, ich dann als Patient von Wartezeiten ausgehen muss, die sich nachher aber in der Diagnostik Zeit komprimieren. Also die Gesamtzeit, bis die Diagnose steht, ist für den Patienten kürzer, als wenn ich mich im niederlassenen Bereich bewege. Ja, dann sollte ich ja auf jeden Fall zu Ihnen kommen. Egal Ja, womit, im Grunde. sagen wir Und so, Zeit mitbringen. Zeit sollte man, wenn man weniger schwer krank ist, einkalkulieren. Und es ist so, man hat mitunter ja heutzutage wegen der Öffnungszeiten der Praxen Probleme. Dann kann es natürlich sein, dass man sich überlegt, jetzt gehe ich dann doch in ein Krankenhaus oder ich habe so schwere Symptome, dass ich der Meinung bin, dass ich eine Krankenhausbehandlung brauche. Der subjektive Eindruck ist ja nicht immer das, was dann objektiv rauskommt. Und wenn ich subjektiv der Meinung bin, dann denke ich, sollte ich auch das Krankenhaus aufsuchen. Ja. Ja, angenommen, ich habe mich entschlossen, in eine Notaufnahme zu gehen, jetzt mal unabhängig von der Erkrankung und meinem Zustand. Woran sollte ich denken? Ja, was immer problematisch ist, viele Patienten, gerade ältere Patienten, nehmen diverse Medikamente ein. Sehr viele Menschen nehmen Blutverdünner ein. Da gibt es sehr viele neue Präparate auf dem Markt.
Und auch andere, zum Teil sehr komplexe Medikationen. Es ist nicht selten, dass Patienten mehr als 10 Medikamente einnehmen. Was für uns die Arbeit sehr erleichtert, ist, wenn die Patienten einen Medikationsbogen oder diese Tabletten, die sie jeden Tag einnehmen, notfalls die Packungen mitbringen und uns sagen können, wie oft am Tag und in welcher Dosierung sie die einnehmen. Das erleichtert uns die Arbeit erheblich. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Dankeschön. Ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.